Ja, so, moin, moin, Leute. Schön, dass ihr da reingeschaltet habt hier bei mir auf den Kanal und ja, willkommen zurück im ATS. Kann man unschwer erkennen an dem wunderschönen alten Truck. Ach, ist nix in Germany, sondern hier schön in den USA. Ich habe einen Auftrag. Container hinten drauf. Und wir fahren ein Stück Richtung Westen. Ja, genau. Hoch. Ach, die ist mit dem Geschalter. Das ist immer noch. Ja, das kriegen wir aber hin. So, ich habe mich tatsächlich gegen einen sogenannten Story-Modus im ATS entschieden. Ach, weil so eine Story, so ein Charakter bauen, finde ich, da gehört immer auch so ein bisschen ja, wie so eine Art Roleplay dazu. Und ja, Roleplay, ganz ehrlich, Leute. Das macht man mit anderen Leuten, ne? Und nicht alleine. Infopanel als Navi reinholen oder als Kontrollsystem. Ich würde ganz gerne wissen, wie schnell ich bin. Ja, ich habe es mir nämlich gedacht. Wir können noch ein bisschen. So, nehme ich das wieder raus. Ja, also wie gesagt, gegen den Story-Modus entschieden. Wir werden jetzt ATS weiterhin so fahren, quer durch die USA, wenn kein Event ansteht, wenn sonst nichts Besonderes ist. So ein bisschen kreuz und quer durch die USA und wir werden öfters mal den Truck wechseln. Damit so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wir werden mal ein paar Auflieger wechseln, dass auch da Abwechslung reinkommt, ja. Und ja, dann werde ich das Projekt ATS ganz normal weiter laufen lassen. Das ist so die grobe Idee, ja. Vielleicht finde ich noch ein paar schöne Mods an LKWs, die man mal fahren kann. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Bin da dann schön offen. Und ja,
Ich würde einfach einen zweiten Speicherstand aufmachen und würde im Track SMP die ein oder andere Tour fahren. Das heißt, ohne KI-Verkehr, leere Straßen, aber dafür mal, ja, mal richtig schön 130, 140 mit so einem LKW fahren. Ja, einfach mal die Sau rauslassen. Nächste Wiegestation können wir umfahren. Okay, also wir brauchen nicht anhalten. Sehr schön. Mitten auf dem Highway fast stehen geblieben. Richtig gut. Hier ist eine Baustelle irgendwo. Ja, ich muss da umbauen. Ich muss dringend die Luftfilter hier links und rechts wegnehmen, weil ich ja die kleinen Spiegel, die ich vorne habe, die könnte ich nutzen. Wenn ich so einfach gerade gucke, ne, kann ich in die Spiegel reingucken. Aber die Luftfilter, die stören, ne? Ja, das sind die rechts und links, die Bollermänner, die da an der Seite sind. Ja. Und ich will die Doppelscheinwerfer rausnehmen. Das gefällt mir so nicht. Ist zwar ganz schön, wenn man, ne, so Lichthupe macht. Ja, aber ich will noch ein bisschen umbauen. Runter. Kloppt er den Retarder rein, ne? Huch. Und berghoch stirbt er dann. Ja gut, wir haben hier 180 PS so in dem Dreh. Ja. Eben keine 600.
macht schon Spaß mit dem Ding hier. Macht schon Spaß, ganz ehrlich. Oh Leute, ich hab ja ein Riesenproblem, ihr seht's, Unfall. Und ja, ich muss warten, bis die Cops da sind. Also bis gleich. So Leute, Polizei war da und wir können weiterfahren. Gucken, ich muss es natürlich dringend reparieren. Aber das war nicht gut. Ich bin auch ganz ehrlich, bin mir gar nicht so richtig bewusst, wie das passieren konnte. Aber ja, ist manchmal so, ne? Schicksal. So allzu weit haben wir es, glaube ich, nicht mehr. Arizona. Genau, wir sind jetzt hier in einem anderen Bundesstaat. Und also über eine sogenannte Staatsgrenze gefahren. Im Gegensatz zu anderen Macs, die vorne natürlich den Bulldog drauf haben, als Zielfigur habe ich eine Ente. So ein bisschen angelehnt an den damaligen Film Rubber Duck. Weiß ich nicht, ob den noch der eine oder andere kennt. Der fuhr auch so einen alten Mac mit so einer Ente oben drauf und ich glaube, der Typ hieß, also Rubber Duck, ne? Weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Aber der hatte so einen schwarzen Truck, also ganz nice eigentlich der Film. So, ich glaube, nächste Ausfahrt ist unsere. Hört's Navi gar nicht, ne? So laut ist der LKW. Ah, seht ihr, Motor-Füllfunktion.
schönes Boot hat er hinten dran, ne? Ah, gefällt mir auch. So, kann es grün werden jetzt langsam. Ja, Ablieferort ist hier tatsächlich die Ortschaft Kingman, ne? Seht ihr vielleicht geradeaus? Ich glaube, wir müssten vorne zu diesem Wallmarkt, ne? Rechts abbiegen, naja. Genau, hier müssen wir jetzt drauf. Wir sind fertig. So. Packen wir noch schnell ein. Nein, das wollen wir alles gar nicht sehen. War natürlich nicht so eine tolle Arbeit, ne? Ganz klar durch den Unfall bedingt und ja, ich werde jetzt tatsächlich schnell eben zur Werkstatt fahren, die liegt hier hinten und dann basteln wir den LKW um und dann geht es eigentlich auch schon straight zum nächsten Auftrag, ja? Ich nehme euch jetzt noch mit bis zur Werkstatt. So. Hä? Ach, sag bloß, ich komme über den Huckel nicht rüber. Das war ja wohl gerade ein Witz, oder? Ja, ich muss dringend in die Werkstatt. So, und da vorne ist aber irgendwas. Wir kommen hier nicht weiter. Unfall passiert oder irgendetwas. Ne, seht ihr das? Ja, hier ist irgendwas mit dem Auflieger hier.
So, da vorne müsste dann die Werkstatt sein. Genau. Dann können wir hier drauf fahren. Sie sind am Ziel angekommen. Genau. So Leute, ich gehe jetzt in die Werkstatt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ATS, jetzt keine Story. Wir werden ab und zu mal Trucks wechseln, ansonsten erstmal quer durch die USA fahren. Soweit ich das gesehen habe, steht auch demnächst irgendwann wieder was Neues an hier. Mit Updates und so weiter und so fort. Also, ne? Bis dahin. Bleibt schön dran. Support nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. Leute, haut da rein. Kommentare. Ich habe immer ein offenes Ohr. Bis dahin. Euer Don. Ciao. Ciao.